Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zu Let's Play FIFA 14 Karrieremodus mit mir, dem Nefkara, natürlich auch auf Legende, heute in der Partie gegen 1. FC Kaiserslautern. Und sie sind die Tabellenletzten und heute ist mal wieder unsere stärkste, oh Gladbach, danke Gladbach, die Chance für uns richtig weit wegzugehen. Und heute mal wieder mit Martial. Ich will den Kalender kurz reinschauen, wann das nächste Spiel ist. Sauber können wir machen, gegen Freiburg, dann mit B11 und dann Real Sociedad. Das ist der Plan. Und der Plan finde ich gut. So, Kaiserslautern steht heute an. Wenn wir gewinnen, sind wir 19 Punkte weg. Man könnte meinen, dann gehört uns die Meisterschaft schon. Die roten Teufel heute bei uns in der Schüko-Arena. Ja, Rikik wieder dabei. Rodriguez dabei. Nathaniel Chalobah wieder dabei. Nefkara, Martial, wer auch sonst. Ist Rodriguez auf der Bank. Timo Werner ist geil. Der hat jetzt einmal gespielt und Hammer hat er mir gefallen. Hammer hat er mir gefallen. Hammer, Hammer, Hammer. Lazaro, muss ich nicht drüber reden. Den finde ich generell ziemlich genial. Der kann immer mal wieder für uns hereinkommen. Emre Can ist eindeutig der bessere Miguel Veloso und dementsprechend raus, rein, zack, flupp, gedreht, geswitcht und wir springen doch einfach mal rein in die Partie. Beziehungsweise rein in das Vorgeplänkel. Dienstag ist heute der Dienstag. Ein toller Vorgeschmack, um mal wieder mit der guten Mannschaft zu spielen. Oh, Poulsen. Den kannst du doch reinmachen. Jesse Rodriguez, bitte dich. Nee, kann er nicht. Wir gehen rein in die Partie. Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Kaiserslautern in der bewölkten Schüko-Arena. Und ihr hört, meine Cola-Flasche ist offen, also trinke ich mir was. Ohne Momente. Oh. Nochmal für die, die das gestern nicht mitbekommen haben. Bayern hatten schon vor uns gespielt und verloren. Das ist die Chance für uns, 19 Punkte wegzugehen und für mich mal die Nase zu putzen. Oh ja, Baby. Gib's mir, Taschentuch. Kaiserslautern mit Anstoß. Wir werden unser Bestes geben. Den Tabellenletzten, den darf man nie unterschätzen, weil die werden Gas geben. Und wie die Gas geben werden. Dementsprechend ganz, ganz vorsichtig das Ganze gemacht. Jesse Rodriguez jetzt. Jesse Rodriguez. Nefkara! Knappes Ding. Gibt das Eckball? Das gibt Eckball. Erste Chance. Ecke durch Nefkara. Der ist aber abgefälscht worden, beziehungsweise war nicht gut. Jesse Rodriguez. Immer noch Jesse Rodriguez. Nathaniel Chalobah. Mitchell Weiser ist ein guter Verteidiger. Bolz da hinten aber ein bisschen. Nefkara. Mitchell Weiser, Nefkara, Jesse, Martial. Und der Pass von Torre war ja wohl allererste Kackwurst. Ja, das war er. Da war viel Platz und Torre hat gezeigt, wie das nicht geht. Nathaniel, abseits. Nathaniel stark im Laufduell. Torre hätte schon eine Torvorlage haben können. Oh, schlecht. Da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich einfach hingepasst. Abseits. Mimiti. Da stand da nicht gut. Rikik. Jonathan da. Töre. Jetzt kann es hier schnell gehen. Über Da Costa. Auf Töre. Der hängt ein bisschen mit der Ballannahme. Abseits. Ein Dropkick. Rodriguez, Nefkara. Martial. Nicht so guter Pass. Jesse Rodriguez passt da nicht so auf. Dabei kann er den Ball direkt annehmen, wenn er da alles richtig macht. Nathaniel Chalobah, Da Costa, Bolster rum. Holt sich den aber direkt zurück.
Martial. Torre. Torre hier in der Partie noch nicht so auf der Höhe. Mitchell Weiser zum ersten. Mitchell Weiser zum zweiten mit einem Foul. Da muss ich nicht mal was machen. Und es gibt eine gelbe Karte. Nein, gibt es nicht. Die Partie hier von Bolzen auf unserer Seite hauptsächlich begangen. Nefkara da. Martial. Schisse. Schisse und Torre. Martial und er ist drin. Der ist abseits, das gibt's nicht. Martial überholt da Torre noch. Das kann nicht sein. Warum macht der so einen Bolzen? Das war schlimm. Das war ein schlimmes, schlimmes Ding. Da passen die beiden nicht auf. Da wird ein sicheres Ding zum klaren Abseitstor. Bolzen des Keepers. Gott sei Dank aufgepasst. Nathaniel. Schaloba. Gut gemacht. Und nochmal Konterfußball. Jesse Rodriguez kriegt den schön gespielten Ball von Efkara. Jesse abgefälscht. Kann nicht sein. Er hat einfach kein Glück momentan. Deswegen schon lange, lange kein Tor geschossen. Und das war Bolzen. Das Spiel wechselt nämlich vorher den Spieler. Keine Chance also für mich, da den Ball ordentlich zu nehmen. Tore wieder. Fehlpass. In der gesamten Partie noch keinen guten Pass von Tore gesehen. Das tut ehrlich gesagt schon ganz schön weh. Der Tore einer der besten ist im Team. Der ist schön gespielt. Den kriegt Martial. Martial! Jetzt macht er den rein! Er ist der coolste bei uns im Team. Anthony Martial. Da macht das Saisontor 15. Und es ist einfach verdient. Martial vorher ja noch mit dem Abseits gelaufen. Und da macht das dann besser. Wieder über Tore. Keine Chance für das Allgäuer Latschenkiefer. Die armen Lauterer liegen zurück. Was keine Schande ist gegen uns als Tabellenführer. Wir spielen noch nicht so ballsicher, aber drücken halt schon ein bisschen nach vorne. Lautern hat ein bisschen Ball. Nicht so, dass sie keinen Ballbesitz hätten. Kommen auch ein bisschen Spiel. Kriegen auch ein bisschen Chancen. Alter, das war gefährlich. Da musst du aufpassen. Das kann ganz, ganz schnell daneben gehen. Und Töre. Ganz stark. Da hört man die Lauterer-Fans. Auf geht's, Lautern schießt ein Tor. Rodriguez. Rodriguez, ein bisschen Tempo. Nefkara. Martial. Ach, Da Costa ist das gar nicht Martial. Der gute Da Costa war das. Nathaniel Chaloba. Chaloba! Alter, ist der Mann gefährlich. Da geht er durch fast alle durch. Nathaniel. Hätte ich gewusst, dass er mich einfach so stehen lässt, wäre ich einfach weiter geradeaus gelatscht. Die Chance war da zum 2:0. Gefährlicher Pass. Da Costa passt auf. Rikik. Da wird sich verschätzt. Nefkara direkt. Gisse ein bisschen zu lang gedauert. Das Ganze leider Nefkara. Nathaniel Martial. Nathaniel Chaloba. Schade. In einer gefährlichen Chance und trotzdem gibt es den Eckball für uns. Nathaniel Spieler, den kann man mögen. Martial mit Saisontor 15. Das war super. Tolle Ballannahme, toller Schuss. Toller Spieler aktuell. Guter Ball. Gefährliches Ding. Wieder Martial. Saisontor 16, Efkara, Torvorbereitung. Die Fans rasten aus. Lautern jetzt 2:0 im Hintertreffen. Schöner Ball, einfach glatt gerade. Martial sagt Dankeschön. Er ist der Mann der Rückrunde. Bevor Neymar Spiel des Monats war, war es auch Martial. Man sieht, warum Martial letzten Monat Spieler des Monats war.
Also vorletzten Monat. Er ist momentan einfach sau stark. Arminia Bielefeld 2. 1. FC Kaiserslautern 0. Danke, bitte und weiter geht's. Mischuko Arena freut sich, gegen den Tabellenletzten schon jetzt 2:0 zu führen. Wir machen halt Druck, Arminia Bielefeld halt mit ein bisschen Spiel. Nathaniel Schalobar, gefährlich. Tore. Rodriguez. Rodriguez, gefährlich, Timo Horn. Erste gefährliche Situation. Lautern. Schön rausgelegt. Und da ist Tore stehen geblieben. Ich weiß nicht, warum der ist kurz stehen geblieben. Man hat es kurz gesehen. Guckt es euch nochmal an. Da bleibt auf jeden Fall kurz mal kleben. Und ich weiß, kann euch da nicht erklären, warum das so war. Aber passiert ist es. Bolzen. Bolzen 2 von Tore. Wenigstens einen verletzt. Rekik. Mitchell Weiser und Efkara. Aber Halbzeit. Haben noch zur Halbzeitpause einen verletzt. Starkes Spiel von uns. Am Ende ein bisschen ins Trudeln gekommen. Efkara hier mit der ersten guten Aktion. Und dann Martial. Super Ballannahme, super Schuss zum 1:0. Und dann einfach mal durch Nefkara mit dem 2:0. Schalobah auch wieder ein super Spiel heute. Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg 0:0. Und Freiburg gegen Bayern 04 Leverkusen ebenfalls 0:0 zur Pause. Mehr Ballbesitz für unsere Gegner. Martial stark. Schalobah hat ein, zwei gewonnene Zweikämpfe. Hat nur die Hälfte seiner Pässe angekommen. Das ist nicht so schön. Aber der macht ja auch nicht die locker geschmeidigen losen Pässe, sondern nur die gefährlichen guten. Da sehen wir Jesse Rodriguez. Schalobah. Schalobah. Der war jetzt nicht der beste Pass. Schön von Efkara. Jesse Rodriguez. 3:0. Wundervoll. Da trifft er auch mal wieder. Er wird hier sträflich allein gelassen. Schlecht verteidigt von den Lauterern. Und dann darf Jesse mit dem Schwanfuß ins untere Eck schießen. Schon lange kein Tor mehr geschossen. Tut ihm ganz gut. Saisontor 13 müsste es sein. Ernsthaft, er hat lange nicht mehr getroffen. Weiß gar nicht, wie viel das Saisontor das ist, aber bestimmt schon 5-6 Spiele nicht mehr getroffen. Böse. Saisontor 12 gerade mal. Ja, da seht ihr mal, wie lange er schon nicht getroffen hat. War mal in der Hinrunde mit 10 Toren Torschützenführender nach 7 Spieltagen und hat danach eigentlich fast gar nicht mehr getroffen. Er ist ja ein starker Spieler. Ein schneller. Hat aber sehr, sehr häufig das Problem, dann den Ball in den Situationen nicht reinschießen zu können. Jonathan Tah, Rickig, gefährlich. Tah, stark verteidigt. Und Efkara da mit dem Körper dazwischen. Schön auf Martial. Efkara, wenn er ein bisschen schneller wäre, immer noch dazwischen gewesen. Schalobah geht dazwischen. Da Costa. Den lässt er locker stehen. Rekik. Efkara. Tore. Kein Abseits. Direkte Kontersituation. Tore. 4:0. Der direkte Gegenzug von uns. Tore eiskalt und links hat's eingeschlagen. Saisontor 8 des besten Spielers, den wir haben. Mit dem schwachen Fuß. Nachdem Lautern da drückt, kontern wir die eiskalt und sauschnell. Das war stark gespielt.
Das kann man so unterstreichen, das muss man so unterstreichen. Tore, nee, Saisontor 7. Saustark. Und ich möchte jetzt gerne wechseln, weil wir hier bis jetzt gut gespielt haben. Tore, Nefkara, saustark. Torvorlagen hier, alle mal ein bisschen beteiligt. Ihr seht, es ist ein super Spiel für uns. Dementsprechend ist es an der Zeit, dass Lazaro reinkommt und... ja, Timo Werner vielleicht? Nee. Martial kann noch was drin bleiben, aber Lazaro kommt rein für den Capitano. Lazaro, auch ein super Spieler, gegen Nürnberg vor allen Dingen sau aktiv. Der Unruheherd in der Partie gegen die Nürnberger. Martial, der Unruheherd generell. Immer wieder da am Ball. Nee, das war nicht zu bekommen. Lazaro. Gefährlich, kein Abseits. Lazaro. Und dann macht er den direkt rein. Frisch eingewechselt. Lazaro, 5:0. Jesse Rodriguez, zweite Vorlage heute. Lazaro, Volley. 5:0, gerade drin. Dritte Ballberührung oder so. Richtig gut getroffen, auch wenn er nicht satt war. Aber der war präzise. Lazaro wusste, dahin muss er. Schön gemacht. 5:0. Lazaro, Bundesliga-Tor 2 hintereinander jetzt. Er hat sich verdient, heute wieder zu spielen. Und macht das auch stark. Nee, erstes Bundesliga-Tor. Was war denn das gegen Nürnberg? Ach, da hat Lazaro eine Torvorlage gemacht. Stimmt. Lazaros erstes Tor. Martial geht jetzt raus. Timo Werner kann auch Stürmer spielen. Dementsprechend ist jetzt die nächste Auswechslung dann. Timo Werner kommt rein, denn er kann auch Stürmer spielen. Und wir bleiben dran. Wollen weiter nach vorne spielen. Weiter druckvoll bleiben. Ein bisschen hin und her mal drehen die Partie. Timo Werner jetzt. Ja. Ja. Da Costa. Töre. Und der Ball ist im Aus. Stark gestanden. 62 Minuten erstmal gespielt. Das ist noch nicht so viel. Aber mit dem Ergebnis bis hierhin bin ich allemal zufrieden. Da Costa zum zweiten Pass. Timo Werner zeigt hier, dass er Stürmer wirklich spielen kann. Chalobah. Oh, gefährliche Ballannahme. Mitchell Weiser. Ist da direkt bei Chalobah. Gefährlich. Danny da Costa. Direkt davor geschoben. Schön gespielt. Töre. Timo Werner. Und das Ganze richtig schnell hier. Lazaro. Auf Töre und er kommt an. Der ist ein richtig schöner, starker Pass. Töre! Gefährlicher Schuss. Lazaro wieder starkes Spiel heute. Nach seiner Einwechslung. Lazaro. Nathaniel Chalobah. Mitchell Weiser. Nee. Konnte nichts werden. Wäre auch gemein gewesen. Jonathan Tah zum ersten und Da Costa zum zweiten und das war schlecht von Mitchell Weiser. Jetzt ist da der Platz da. Jonathan Tah, immer noch Jonathan Tah, stark rausgespielt. Lazaro, Timo Werner, der auch den Stürmer mimen kann und da geht er ab. Timo Werner abgefälscht. Starke Partie von dem frisch eingewechselten Jungen. Lazaro wieder. Die Ecke kommt. Die Ecke ist gefährlich. Töre. Jesse Rodriguez. Lazaro. Schön gespielt. Da Costa.
Ach ja, der gute Da Costa. Lazaro. Mitchell Weiser. Schöner Pass. Wieder auf Lazaro. Und Lazaro. Tore! Gefährlich. Lazaro spielt hier schnell und gefährlich. Auch wir wollen nochmal wechseln. Ihr seht inzwischen Ballbesitz. Ganz ausgeglichen eigentlich. Timo Werner geht jetzt auf die Töre-Position. Töre geht jetzt raus. Clayton kommt dafür rein. Timo Werner dreht jetzt die Partie. Da seht ihr es. Lazaro. Schöne Reingabe. Gefährlich, aber Glanzparade. Und Werner. Er erobert sich da den Ball. Timo Werner, Glanzparade. Auch wenn der Ball ziemlich läppisch getreten war. Und Jonathan da. Das Ungestüm in der Innenverteidigung. Klar, gelbe Karte. Ja, er ist halt wirklich gefährlich inzwischen. Da geht er rein. Drückt da richtig rein. Schöner Zweikampf. Lazaro, Clayton, Schisse, Weiser und so weiter und so weiter. Mitchell Weiser, Lazaro, den kann er nicht bekommen. Kann er nicht bekommen. Lazaro hier und heute stark, Jonathan Tah mit der gelben Karte, klar. Aber Lazaro wieder eine gute Partie. Tor und Torvorlage, Timo Werner auch, nachdem er reingekommen ist. Kräftig am Spielen. Apropos, da ist Werner. Timo Werner. Schade, schade, schade. Aber das reicht auch hier vom Ergebnis her. Rückpass. Noch ein Hin- und Her-Geschiebe des Balles. Und damit ist die Partie vorbei. 5:0 gewinnen die gegen den 1. FC Kaiserslautern. Gegen die Roten Teufel. Bielefeld hat seine Hausaufgaben gemacht. Lazaro wieder stark nach Einwechslung. Timo Werner auch eine gute Einwechslung. Kann man immer mal wieder bringen, den Jungen. Finde ich gut. Mit den beiden haben wir uns gut in der Winterpause verstärkt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Martial wieder super Partie abgeliefert. Bis zu seiner Auswechslung. Ein ganz gefährlicher Spieler, immer wenn er am Ball war. Hat seine zwei Chancen genutzt. Und die gefährlichste Situation der Lauterer vor der Pause und danach eigentlich nicht mehr vorhanden. Gisse dann das 3:0 und damit war eigentlich der Drops gelutscht, weil Lautern war nur einmal in der ersten Halbzeit vor unserem Tor, danach nur noch wir gespielt. Türre hier nach dem Konter mit dem 4:0. Tja, und dann nochmal Lazaro mit dem Volley zum 5:0 und die Partie war eigentlich gegessen. Lazaro hier nochmal auf Türre. Schade eigentlich. Türre hier mit dem Versuch. Aber das wurde gehalten. Und dann nochmal Timo Werner nach seiner Einwechslung. Seine gefährlichste Chance in der Partie. Seine, ich glaube, das war die letzte Torchance, ne? Nee, Tah noch mit dem Foul, mit der gelben Karte. Er ist halt überall da, wo man ihn braucht. Geht halt in die Zweikämpfe rein, da wo ich das haben möchte. Und das ist das Wichtige. Alles andere zählt nicht. Jesse Rodriguez, 9,7. Super Spiel abgeliefert. Türre genauso, Martial genauso, Mitchell Weiser, Timo Werner auch ganz, ganz gute Partie gespielt. Ich finde super, dass Rikik momentan mal ein bisschen mehr aufpumpt. Das gefällt mir auch. Wir können gucken, wer den Torvorlagen gemacht hat. Zwei Torvorlagen gehen auf Gisse, einen auf Türre, einen auf Nefkara. Türre auch mit dem Tor, Gisse mit dem Tor. Gisse war stark, 3 Scorerpunkte. Sowas kann er gebrauchen. Bayer gewinnt gegen Freiburg und Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg unentschieden. Ah, Schluck auf, ey. Euroleague Arminia Bielefeld ist dabei. Und Champions League Vorfreude ist auch schon dabei. Also von daher echt nicht so schlecht gespielt. Vertragsverlängerung. Emre Can sagt ja. Er freut sich darüber, eindeutig bei uns dabei sein zu können. Und wir gucken mal in Detailinfo ein bisschen durch. Rüdiger hier haben wir nämlich jetzt ein bisschen die Informationen der Leute. Oh, ist momentan nicht verfügbar. Ziemlich für den Arsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das verfügbar ist. Und ich werde mich auch direkt nochmal gleich anmelden. Nach der Partie. Oh, das tut gut.
Ihr seht, 19 Punkte weg von den Bayern. Papa, papa. Kühn Kassel sagt auch ja. Ansonsten gab es hier nicht so viel. Dreierpack für Touré. Wir schauen mal in die Bundesliga-Tabellenübersicht hinein. Und ihr seht, es sieht alles super für uns aus. Und an dieser Stelle werde ich mich wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns morgen. Gegen wen spielen wir? Freiburg? Oh, Mannschaftsbericht absenden. Was eigentlich ziemlich Wurst ist, weil Nationalmannschaft werde ich eh nicht spielen. Apropos, ich kann mich ja trotzdem mal anmelden. Ihr seht es hier. Verbinde. Freiburg. Freiburg ist auch wieder ein unterer Gegner aus der unteren Tabellenhälfte. Momentan haben wir wohl ein bisschen das Glück, die schwächeren Gegner zu bekommen. Eigentlich müsste das jetzt klappen, denn Internet ist da. Ich sehe es hier gerade doch hier, wenn ich nach rechts gucke, das Internet sagt, jupp, alles korrekt. Und da seht ihr es. Internet hat gesagt, ich bin da und es ist auch da. Wundervoll, so muss das. Ah, tut das gut. Martial, 16 Tore. Alter, ist der einfach nur stark. So. Ich schaue nochmal rein. Aus England. Keine Pressekonferenz wie sonst. Und jetzt aber, an dieser Stelle werde ich mich jetzt von euch verabschieden. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und zwar am Mittwoch, wenn es wieder heißt FIFA 14 im Karrieremodus. Mit mir, dem Nefkara, auf Legende und der PlayStation 4. Dann in der Partie gegen den SC Freiburg. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.